wanna know who I do it for. Bitch, I do it for my I suicide by my city. That means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Tiller und willkommen zu einem neuen Gabler Commentary. Es ist mal wieder Only Use Me Gold. Diesmal sage ich nicht Go Old School, so wie bei der G36. Es ist die 8. Episode mit der MK14. Wir spielen Herrschaft auf Arkaden, wie ihr natürlich alle schon gesehen habt. Und da man gerade das Messer nicht, das Fenster nicht gesehen habe, als ich es gemessert habe, zeigt es, dass es im Kino aufgenommen wurde, was natürlich nicht ganz so toll ist, weil dann sehen manche Schüsse aus so. Sieht es manchmal so aus, als ob man nicht trifft, obwohl man eigentlich drauf ist. Aber es war im Kino ja schon immer so, also ist es ja, naja, muss man sich halt dran gewöhnen und so, ne? Ich spiele P99 mit Schalldämpfer und vor allem, was ich richtig, ja, verstehe ich gar nicht mehr. Ich meine, das Gameplay ist 2 Monate mindestens alt, nee, viel länger, ich glaube 4, 5 eher. Und ich verstehe nicht mehr, warum ich die MK14 mit Schalldämpfer und Magazinerweiterung gespielt habe. Ich meine, 2 Aufsätze ist ja okay, aber Schalldämpfer. Ich meine, heute würde ich 100% Rotpunkt auf der Waffe benutzen, weil ich mit dem Iron Sight, ich weiß nicht, es ist. Und jetzt kommt übrigens was richtig Geiles. Multi-Kill. 5 Mann und jetzt kommt, glaube ich, nochmal einer. Also richtig nice. Es wird auch in der Montage von Me und Diamonds in der Dual-Touch kommen. Könnt ihr euch drauf freuen, wir haben jetzt einen Editor gefunden. Und wir hatten einige Angebote, haben wir ein paar angeschrieben, aber ja, ich glaube, der ist jetzt wirklich nicht schlecht und den nehmen wir jetzt auch wahrscheinlich. Und die Montage wird in, keine Ahnung, 1 Monat, 2 Monaten sowas kommen. Und ja, ich weiß nicht, MK14 Schalldämpfer ist ein bisschen komisch. Ich fand das Iron Sight damals richtig cool und zur Zeit, ich weiß nicht, ich habe die Waffe schon lange nicht mehr gespielt, aber irgendwie finde ich sie nicht mehr ganz so toll. Obwohl es eigentlich, naja, ich finde es schon cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, Einzelschuss ist so anstrengend, da die ganze Zeit drauf zu drücken. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich spiele sie mal wieder bald ein bisschen. Und jetzt noch was, der Rambo hat die auch schon mal gespielt in dem Video und hat gesagt, dass er sie überhaupt nicht mag, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil er spielt die auf dem PC und auf dem PC kann man ja eigentlich viel schneller drücken und so. Und es ist jetzt wirklich nichts mit Rambo oder so, ich weiß nicht. Ich schaue Videos, weil es mir Spaß macht und wenn er ist einfach chillig drauf und das finde ich cool, dem höre ich mal gerne zu. Also seine sinnlose Videos natürlich nicht, wie, keine Ahnung. Er hat schon ein paar sinnlose Videos gemacht, aber so Commentaries von ihm sind eigentlich normalerweise ganz in Ordnung. Die schaue ich mir dann, ja, ziemlich gerne an meistens. Und, ja, ich verstehe es gar nicht so, ich verstehe es einfach nicht so richtig, warum er die MK14 nicht so gerne benutzt, weil ich finde, sie ist wirklich richtig gut, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Sogar ohne Iron Sight, wie man hier sieht. Ich habe sogar fast eine Doppel-MORB geschafft, was eigentlich richtig krass ist für die Waffe. Ich bin kurz davor gestorben. Ich habe, glaube ich, am Ende einen Score von 56,5 oder so. Und das war so dreist. Und jetzt der Typ, der mich gekillt hat, der hat mir danach eine Nachricht geschrieben und hat irgendwie gesagt, was kurz vor der Doppel-MORB, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Heute will ich mal über so ein kleines Thema reden, und zwar warum ich Zombie-Videos auf meinem Kanal bringe und warum ich überhaupt Zombies spiele. Also mal für die nicht wissen, was jetzt gemeint ist, ich meine Black Ops Zombies, also der Überlebenskampf da, den finde ich echt richtig geil. Also ich finde wirklich, das macht mir einfach nur so viel Spaß. Ich weiß nicht, da rege ich mich eigentlich ziemlich selten auf, weil es ist einfach was zum Chillen und ich finde, Spiele sind dafür da, um, keine Ahnung, ja, um Spaß zu haben und nicht so unbedingt, um sich aufzuregen, wie ich eigentlich in Call of Duty Online meistens tue. Also ist schon der eine oder andere Controller gegen die Wand geflogen. Normal, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Black Ops finde ich richtig chillig und das zu zweit, das zu viert, das bockt schon richtig. Ich habe gehört, in Black Ops 2 gibt es eine Zombie-Kampagne, Mann. Darauf freue ich mich so, Alter. Ich glaube, das ist wirklich das erste Spiel in Black Ops 2. Black Ops Kampagne und das sogar noch Koop zu 8 Leute, ey, das wird richtig Bombe, ne? Ich glaube, ich werde nur noch einen Zombie-Kanal, einen Multiplayer werde ich dann irgendwie gar nicht mehr bringen. Nee, werde ich schon noch machen, aber ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich weiß, Hype, bla bla bla, aber ich finde es cool. Zombies macht mir richtig viel Spaß und viele sagen, dass es sinnlos ist, weil es ist immer das Gleiche und man kommt, man kann in die Runde kommen, die man will, wenn man Zeit hat. Ist natürlich auch so. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, finde ich. Ich weiß nicht. Es macht einfach unglaublich viel Bock mit der Zufallskiste, mit Punchen, Rape Trains laufen, einfach so irgendwie dumm rumlaufen oder online mit zu zweit oder alleine mit anderen 3 Noobs zu spielen oder 2 und die dann die ganze Zeit wiederzubeleben. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich glaube, ich werde
nochmal ein Video hochladen und dann ein bisschen länger über Zombies reden, warum mir das so viel Spaß macht und warum ich es auch weiterhin hochladen werde, weil es einige, also es kommt ja nicht so perfekt an wie die Multiplayer-Videos, aber ich werde es trotzdem machen, weil ich, keine Ahnung, es macht mir einfach Spaß und jetzt kommt hier die Moab, also ja. Ich habe übrigens das vom Reflex jetzt bekommen, also danke Reflex, ne? Wir müssen mal wieder in nächster Zeit mal ein bisschen mehr zusammen machen. Haben wir ja nicht so gemacht, weil wir hatten beide nicht so viel Zeit. Aber ja, ich denke, bald sind Ferien, dann können wir doch schon mal wieder was, ein bisschen zusammen zocken oder reden, labern. Und so, gut, das Gameplay ist zu Ende. Ihr seht jetzt noch kurz den Score. Also ich war wirklich kurz vor der Doppel-MOAB. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo, das mit Rambo vorhin habe ich so gemeint. Und zwar, natürlich hat er früher Fehler gemacht, aber ich meine, er hat es natürlich jetzt auch eingesehen und er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Und deswegen, also ich kann auf jeden Fall hin drüber wegsehen, dass er mal früher was gefaked hat, hin und her und so. Und ich finde, das sollte man einfach können. Ich meine, wenn man früher seine Videos geschaut hat, vor der Penta-Nuke da, fände ich es jetzt nicht so gut, wenn man nur deswegen seine Videos nicht mehr schaut. Weil ich meine, ist halt ein Ding, das passiert ist und so. Aber ich meine, ja, er hat es ja auch eingesehen. Und wenn er natürlich jetzt hackt, dann ist es was anderes. Aber ich finde auf jeden Fall, ich schaue mir die Videos auf YouTube an, die mich wirklich entertainen. Also ich bin auf YouTube, um Spaß zu haben. Und da ist mir eigentlich so ziemlich scheißegal, ob irgendjemand was faked oder so. Oder ja, keine Ahnung, es geht mir wirklich sowas von am Sack vorbei. Ich bin einfach auf YouTube, um Spaß zu haben. Ich mache Videos, um Spaß zu haben. Ich schaue es mir an, um entertained zu werden. Und wenn mich Rambo mit seinen Videos irgendwie entertaint und ich es cool finde, dann schaue ich sie mir einfach an. Und ja, also das soll jetzt nicht irgendwie gegen Rambo oder für Rambo oder so sein. Wenn er hackt, natürlich, dann ist es scheiße. Bildet euch einfach eure eigene Meinung. Und jo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.